Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity. Beim letzten Mal haben wir hier diese Fluix-Keime da reingeworfen, die hoffentlich irgendwie mal wachsen. Wir können auch noch einen Beschleuniger für bauen. Ich glaube, das werden wir auch bald tun. Glaube, das macht keinen Sinn, das anders zu behandeln. Aber erstmal würde ich ganz gerne zumindest. Geht er nur rein oder geladen? Ne, da geht auch normaler Kreaturquarz. Dann werde ich jetzt erstmal so ein paar 1K-Speicherelemente bauen. Dazu brauche ich erstmal normalen Kreaturquarz, denn dafür haben wir letzte Folge schon ein paar Sachen gemacht. Und die brauchen wir auf jeden Fall später. Mein Inventar ist schon wieder so voll. Und ich brauche halt auch voll viel von diesen Sachen noch. Den Himmelstein brauche ich ja auch später noch. Der alles seinen Sinn, warum diese Sachen im Inventar sind. Ich habe noch vier weitere Flugskerne. Vielleicht soll ich die auch noch mal pflanzen. Quarzglas brauche ich, glaube ich, gleich auch noch. So, was war das nochmal? Okay. Das bekomme ich hin, hoffe ich. Dazu bräuchte ich allerdings noch mehr Redstone, glaube ich, ne? Ja. Das war außerdem schon völlig falsch. Erstmal müssen wir noch ein bisschen Redstone holen. Dann gehen wir noch einmal zur Quarry. Arbeitet die überhaupt noch? Na, kaum noch. Oh, ich habe eins zu wenig rausgeholt auf jeden Fall. Zack. So, wir wollen ja nicht, dass das hier ins Stocken gerät. Wir müssen eventuell auch noch was machen, dass hier diese Kiste wieder leerer wird. Aber gut, alles zu seiner Zeit. Ich wollte jetzt eigentlich Redstone holen. Da. Ja, da ein bisschen mehr mit. Wow. So. So. Und so. 1K-Speicherkomponente. Und aus der können wir wahrscheinlich dann. Ja, können wir 4K-Speicherelemente machen. Oder wir machen eine 1KME-Speicherzelle. Kann man die auch wieder rückgängig machen im Anschluss? Offensichtlich nicht, ne? Das ist ein bisschen blöd. Dann überlege ich halt wirklich, ob ich lieber eine 4K-Speicherzelle haben will. Dazu bräuchte ich halt noch ein Kalkulationsprozessor. Ich glaube, ich mache mal eine von denen. Denn ich habe genau ein Quarzglas dabei. Wie ging das? Quarzglas muss in die Mitte. Habe ja schon wieder völlig falsch gemacht hier. Die nach unten oben der Kalkulationsprozessor. Nee, Kalkulations. Kalkulations. Kann ich gar nicht machen. Gut, komm, dann ist mir das jetzt gerade egal. Ich schaue jetzt erstmal nochmal nach so einem Kristallwachstumsbeschleuniger. Denn ohne den können wir überhaupt nichts machen. Da brauche ich zwei Quarzglas für, einen Fluix-Block sogar. Wie komme ich den denn? Aus vier Fluix-Kristallen. Die habe ich ja sogar. Dann machen wir den mal eben. Zweimal Quarzglas. Wie ging das nochmal? Glas und Kertusquarzstaub oder Nether Staub. Machen wir mal hier nochmal die mit rein. Glas habe ich nicht dabei. Müsste das nicht schon. Ne, 5 brauche ich, glaube ich, genau. Das heißt, ich habe bald schon wieder keinen Liter Quarz. Den darf ich mir auch schon wiederholen. Ging das nicht irgendwie so? Genau, und da jetzt Glas drumherum. Zack. Und dann machen wir noch zweimal diese ME-Flux-Kabel. Die haben wir auch schon. Zack, zack, in diesem Block. Und dann noch Eisenbahnen drumherum.
Kristallwachstumsbeschleuniger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die daneben platzieren soll. Also schauen wir mal, ob die hier wieder gewachsen sind. Sieht nicht danach aus. Gerät offline. Was mache ich jetzt mit dem? Muss ich da wirklich dann... Wahrscheinlich muss ich das an Stromnetz anschließen, ne? Ist einer schon gewachsen? Einer ist immerhin bei 2%, okay. Wow, bei 2%. Das ist ja nix. Warte, war das jetzt online? Geht offline. Hast du Strom? Ist immer ein bisschen schade, wenn hier nichts Näheres steht. Oder soll daran das Wasser? Ich glaube nicht, dass das Strom braucht, weil das eigentlich nicht von dem Mod ist, der Strom. Benötigt, oder? Gerät offline. Ich schaue das mal nochmal nach, wie das denn genau gehen soll. Bis gleich. Okay, offensichtlich braucht dieses Ding wohl Strom. Und zwar von einem ME-Network. Aber ich glaube, das will ich doch gerade erzeugen, oder nicht? Vielleicht geht es ja auch mit anderem Strom. Auf jeden Fall geht das nur von oben oder von unten, habe ich gerade gelesen. Hä? Ich bin jetzt nicht mitgenommen. Ja, da ist es noch. Also nur von oben oder unten kann das befeuert werden, habe ich gerade gelesen. Gerät offline, aber es ist angeschlossen, wenn ich das richtig sehe. Mal eben Wasser. Ist immer noch offline. Ich brauche doch gerade keinen Strom. Geht offline. Wenn ich hier ein ME-Kabel vielleicht anschließe. Kabel. Deckte ME-Kabel, dichtes ME-Kabel. ME-Glaskabel brauche ich dafür. Und das war Quarzfaser und reine Fluix-Kristalle. Hatte ich noch Glasfasern? Quarzfasern habe ich. Dann brauche ich jetzt noch reine Fluix-Kristalle. Das heißt, ich darf nochmal hier herstellen. Das heißt, ich brauche nochmal mehr Netherquarz. Das heißt, ich darf nochmal in Nether gehen. Alles ein Aufwand, der hier betrieben werden muss. Also, erstmal im ersten Schritt gehen wir jetzt in den Nether. Freue mich schon, wenn ich wieder an einem anderen Mod weiterarbeiten kann, hier in Thermcraft. Aber erstmal will ich das hier jetzt fertig bekommen. Finde ich irgendwo mal Netherquarz. Ist das Netherquarz da? Nö. Da ist ein bisschen Netherquarz. Naja, besser ein bisschen Netherquarz als kein Netherquarz.
Ah, hier ist auch ein bisschen mehr. Okay, war nur im Boden verborgen. Zack. Und schnell zurück. Denn wir haben hier ja keine Zeit zu verlieren. So. Dann schnell hier zu dem Wasserloch hier draußen. Und werfen hier mal schnell die Sachen rein. Wo ist denn mein... Was brauchte ich noch? Brauch Kristallquarz, Redstone und Netherquarz. Wo habe ich das denn da? Zack, zack, zack. Wie viel braucht ihr denn mal? Jetzt habe ich 2 gerade bekommen. Da brauche ich 2 reine... Ne, 2 flügiges Kristalle brauche ich dafür. Die habe ich ja schon. Okay. Müsste ich jetzt hier das herstellen können? Und nehme das hier nochmal weg. Das verbindet sich nicht daran. Oh nein, das macht man. Ah ne, macht sich kaputt. Okay. Das verbindet sich ja überhaupt gar nicht daran. Daran auch nicht. Ah, wahrscheinlich, weil es ein E-Glasfaserkabel ist und das ist was anderes, ne? Verdecktes ME-Kabel, verdecktes ME-Kabel. Also ich habe ein ME-Glasfaserkabel. Was kann man daraus herstellen? Wir können eine ME-Truhe, ME-Laufwerk. Verdecktes ME-Kabel. Eigentlich kann man doch... ich verstehe das nicht so ganz. Wenn ich jetzt Wasser reinmache, ist dann das Gerät online? Ne, Gerät offline. Ich schaue dann nochmal nach. Bis gleich nochmal. Okay, ich glaube, das hat im Moment noch keinen Sinn, das zu machen. Oh, habe ich jetzt eigentlich 2-mal welche, die so sind? Na egal. Denn wir brauchen ja immerhin diese Sachen, um überhaupt unseren Prozess da erst herzustellen. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier warten müssen. Und wir werden so lange einfach mal... Ups, nein, auf keinen Fall. Wir werden so lange einfach hier warten, das da wachsen lassen. Und währenddessen was anderes tun. Ich werde auch weiter noch die hier anpflanzen, denn wenn wir hier schon mal warten müssen, dann können wir das jetzt auch konsequent vollständig machen. Wenn wir hier noch 4 Keime haben, können wir die auch alle eben mal wachsen lassen. So, und ich werde dann währenddessen was anderes tun müssen. Aber ich denke, das Ganze ist es nachher wert. Ich hoffe es zumindest. So, das sollte jetzt einigermaßen vorangehen.
Und ich kann mich dann derweil mal darum kümmern, hier mein Inventar ein bisschen zu leeren und mal was anderes wieder zu machen. Zum Beispiel mit meinem. Moment mal. Achso, in der Kiste dreht er sich immer dauerhaft. Okay, ich dachte gerade, hier wäre irgendwo ein Meteor direkt in der Nähe. Das wäre es gewesen. So, die Sachen würde ich mir gerne zusammenhalten. Ja, und dann würde ich sagen, wir schauen noch mal, wo wir unser Tamonomikum stationiert haben. Und dann können wir da mal wieder ein bisschen weitermachen. Da. Das braucht auch keiner. Und das müssen wir allerdings mal mitnehmen. Und Papier bräuchten wir dann auch nochmal, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Papier. Was ist das eigentlich gewesen? RedNet-Kabel, haben wir so viele. Papier. Sehr schön. So, wir könnten auch nochmal schauen, was von diesen Rezepten wir hier noch nicht gelernt haben. Da sollte doch noch ein bisschen was bei sein, was inzwischen machbar sein sollte. Genau. Ah, dann mal hier solche Sachen. Kann ich hier wieder mit meinem großen Papierkram hier ganz viel überlegen. Und zwar haben wir hier Ordo, dann haben wir dieses Gehirnsymbol, was genannt wird. Was erforsche ich hier überhaupt? Wissen ist Macht. Zu wissen, dass Wissen Macht ist. Dann erforsche ich jetzt diese Sache. Cognito besteht aus Ignis und Soul. Und dann haben wir noch diese Eule. Die besteht auch aus Soul und aus Air. So. Haben wir denn. Zehnmal haben wir diese Eule. Wie viele Mal haben wir denn diese Spiritus-Dings? Das haben wir da. Damit sollten wir doch so vorankommen können. Jetzt müssen wir noch die Verbindung aus Ordo und Spiritus eigentlich. Also wie kann man den Spiritus vereinfachen? Aus was besteht denn Spiritus? Mal nachschauen. Aus Tod und Leben. Und dann müssen wir eben schauen, Tod und Leben. Welches von beiden besteht aus Ordo? Mutig leben oder heilen oder was das ist. Nee, Leben ist es sogar. Das Leben besteht aus Wasser und Terra. Oh, wie kommen wir denn von Wasser und Terra auf Ordo? Ist irgendein Element mit Ordo und Wasser? Schauen wir mal schnell nach. Wasser und Leben gibt es auf jeden Fall. Das wäre schon mal was, was wir machen könnten. Aber das bringt uns noch nichts. Ordo und Wasser. Ordo und Wasser. Sehe ich hier im Moment nicht. Das ist ja schon mal wieder ein bisschen blöd. Ordo. Ordo könnten wir zu Vitrios machen. Das würde nämlich aus Erde bestehen. Aber das bringt uns auch nichts. Wir müssen ja irgendwas finden, was diesen Geist hier, Spiritus, verbindet. Spiritus ist dieses Todessymbol und dieses Lebenssymbol. Dieses Todessymbol könnten wir zu Perdicio bringen. Aber Perdicio wird ja nichts mit Ordo verbinden. Das sind ja quasi Gegenteile. Perdicio und Feuer könnte man allerdings verbinden und Ordo und Feuer sollte auch irgendwie gehen. Oh, ist das alles kompliziert. Moment mal. Sano ist Ordo und Leben. Das müsste gehen. Wenn wir da. Oh, hoffentlich mir das jetzt richtig. Wenn wir da Sano hinpacken, also heilen. Oh, das ist ja gar nicht. Nee, das war auch falsch. Da muss erstmal. Ja, jetzt haben wir eins von den Nähen verschwendet, leider. Naja. So. So wollte ich das haben. Zack, eine Entdeckung. Forschungserkenntnis. Was auch immer das ist. Ah, hier. Wissen ist Macht.
Deine Art zu forschen ist effektiver geworden. Immer wenn du einen Aspekt aus einem Sechseck entfernst, gibt es 25% Chance, dass du den Forschungspunkt zurückerhältst. Du kannst jetzt sehen, welche Aspekte du kombinieren musst, um den Aspekt zu erhalten, über den sich dein Mauszeiger befindet. Oh, das ist ja schon mal toll. Sehr, sehr toll sogar, denn das hilft schon mal ungemein. Großholzstab, den haben wir da schon mal. Nee. Ich dachte, man kann das jetzt sehen. Ah! Ah, sehr schön. So, wir haben also dieses Minensymbol. Ich mache da jetzt noch ein paar von. Auch wenn das hier ein bisschen blöd immer ist. Aber so ist nun mal dieses System. Wo ist denn hier dieses Werkzeug? Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Das Werkzeugsymbol so kompliziert. Ja, ist es. Tier 6 ist das. Das besteht aus Ordo und so einem Gruppensymbol. Da, dem hier unten. Wie heißt das? Humanus. Okay. Daraus besteht das schon mal. Ich glaube, wenn wir das mal auf Ordo bringen, wäre das schon mal gar nicht so schlecht. Das ist nämlich ein Grundsymbol und da sollten wir ziemlich viel von haben. Oder? Ordo sehe ich gerade gar nicht. Da. So, dann haben wir dieses Holzsymbol. Holz. Das sollte doch nicht so kompliziert sein, oder? Doch, auch schon Tier 3. Steht aus Luft und Herber. Und dann haben wir noch Magie. Das schaue ich mir auch schon mal schnell nach. Magie sollte noch genauso sein wahrscheinlich, ne? Magie ist nicht Tier 1 und Tier 2. Auch nicht Tier 3. Und 4 und 5. Kann ja nicht. Das ist nirgendwo zu finden. Das halte ich für unwahrscheinlich. Da ist es. Das ist nämlich der Fisch und die Leere. Ich glaube, ich bringe das jetzt hier einfach mal nochmal auf Grundelemente. Ich musste dann... Ah, das wird doch irgendwie gehen, oder? Ich bringe hier mal den Fisch zur Magie. Wie heißt denn der Fisch? Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Wenn ich das jetzt vorher alles im Kopf mir überlege, werde ich wahnsinnig. Wo ist denn der Fisch? Da. Potentia. So, und bei dem Baum hatten wir, was hatten wir da für einen einfacheren? Luft. Oder Natura. Müsste man ja eigentlich schauen, ob es irgendwo hier diesen Fisch verbunden gibt. Das kann ja dann frühestens in einem von dem sein. Mit Luft. Mit Licht könnte man es hier verbinden. Mit Leere. Fischchen. Fischchen kann man mit keinem von dem, was ich brauche, verbinden. Man kann aber Herber und Spiritus verbinden. Ich glaube, das ist besser. Wenn wir hieraus Herber machen. Herber. Wo ist denn Herber? Da. Das können wir nämlich hier rausbekommen, auf jeden Fall. So, und das ist nämlich verbunden mit den Geistern. Mit dieser Geistergruppe. Da. Glaube ich. Zu... Moment, das war schon mal blöd. Zu Crop ist das nämlich verbunden. Wenn wir hier jetzt Crop hinsetzen... Ist das Crop? Nein, das ist nicht Crop. Sieht aber fast so aus. Ist das nicht? Das muss doch das sein. Heißt es einfach... Ah, nee, ist sogar richtig. Zack. Dann müsste man hier nämlich jetzt noch dieses... das machen können. So, jetzt ist das schon mal verbunden. Jetzt müssen wir noch eine Potentia zur Pflanze bekommen. Also den Fisch zur Pflanze. Entweder das oder... Crop... Bringt uns, glaube ich, gar nichts mehr. Nee, das ist schon so ein hohes Tier. Spiritus, nee, Humanus. Wäre mit Bestia und Gehirn. Hä, ist auch nicht so gut. Was ist Herber? Könnte man das nicht hier sehen, aber was Herber ist? Ist Terra.
Terra und Fisch, kann man Terra und Fisch zusammenbringen? Ich weiß, das sind nicht genau die Begriffe. Feuer ist irgendwas Feuer von diesen Sachen. Oder Moment, das ist Ordnung. Wir könnten über den Umweg Motus das Ganze lösen, glaube ich. Nämlich, wenn wir hier Ordo nehmen, müsste doch gehen, und dann dort Luft dran setzen. Und dann da Motus hinsetzen. Dann müsste das gehen. So, das ist dann zwar auch wieder ein kleiner Umweg, aber soll mir recht sein. Zack, jetzt haben wir nämlich den Großholzstabkern. Das ist der. Geschnitzt aus Großholzstämmen hat dieser Stabkern das doppelte Speicherpotenzial wie normales Holz. Und erhält daher bis zu 50 Wies von jeder Art. Sehr schön. Wir machen mal weiter hier mit diesen Stäben, die wir drin haben. Hab ich nochmal Gold? Ja, Goldstabkappen haben wir zweimal. Das heißt, ich muss das eine mal wegschmeißen. Ich würde eigentlich ganz gerne lieber diese Stabfuki, ist das der Plural, weitermachen. Hier hatte ich nämlich schon mal aufgehört mit... Moment, das war doch schon mal... Das hatte ich doch schon mal. Gerade eben, oder nicht? Potentia konnte ich über Motus zu R bringen. Ist das nicht genau das gleiche, was ich gerade eben gemacht habe? Ich glaube schon, oder? Wo ist denn Motus? Das ist nämlich aus dem und dem, aber ich müsste dann noch vom Potentia weiterkommen. Genau, und Potentia ist eigentlich schon aus Ordo. Das heißt, wenn ich hier einmal Ordo setze und dann nochmal Potentia, sollte das schon reichen. Ordo und dann nochmal Potentia. Wir sind schön Fisch. So, und dann können wir jetzt Stabfokus graben und das sind Sachen, die ich unbedingt haben will. Stabfokus graben. Dieser Fokus verwandelt deinen Zauberstab in ein Werkzeug, mit dem es ein leichtes ist, große Mengen an Erde und Stein zu bewegen. Richte ihn einfach auf die Stelle, die du umgraben möchtest und die Magie erledigt. Er ist festes Material, mit mehr Zeit für den Abbau. Alles andere als Erde, Stein oder ähnliches wird wesentlich länger dauern. Aber das machen wir mal auf jeden Fall demnächst. Vorher möchte ich aber dann noch einmal hier den Blocktausch mit anschauen. Hab ich da auch schon was probiert? Nee. Gut, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu kompliziert. Wir haben jetzt schon ziemlich viel erforscht. Ich schaue jetzt nochmal einmal schnell nach oben. Hier wird es, glaube ich, gerade Nacht. Na komm. Soll das jetzt nicht Nacht sein? Na gut, dann nicht. Schauen wir jetzt nochmal einmal kurz hier rein. Die Flüsskristalle denn schon besser geworden sind. Holen wir einen hier raus. 5%. Wow, das war ja ein Fortschritt. Okay, es wird gerade Tag scheinbar. Aber das scheint wirklich richtig lange zu dauern, bis das soweit ist. Ich würde sagen... es müsste jetzt eigentlich schon gleich soweit sein, dass man die Folge beendet. Ich lade mal eben nochmal mein Jetpack auf. Ich schaue auch mal gerade. Wir haben schon noch ziemlich viel Holz. Aber ich könnte eigentlich schon ein bisschen Holz mal wieder mitnehmen. Dann machen wir das nämlich nochmal eben in dieser Folge. Wenn ich hier mein Jetpack fertig habe. Zack, gehen wir mal einmal nochmal hier hin. Denn unser... Oh, ich habe mein Inventar nicht geleert, ne? Ah, geht aber. Ist nicht so voll. Denn hier wird ja nicht weitergearbeitet, da die Output-Chest voll ist. Nehmen wir mal hier ganz viel Holz raus. Die Erde können wir sowieso mal hier entsorgen. Die Stöcke auch. Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Braucht doch keiner.
Oh, Putschast ist voll, das stimmt doch gar nicht. Let's go out going. Okay, jetzt macht er wieder weiter. So wollte ich das sehen. Fangen wir das doch nochmal hier ab. Wir können auch nochmal ein bisschen hier braten gerade. Zack. Zack. Hier oben nicht mal sogar was gemacht. Genau, hatte ich doch auch. Ups. So, das nicht gedacht. Immer schön Holzkohle machen. Nee. Zack. Nochmal hier schnell nachfüllen. Für das, was er schon getan hat. Oh, da muss ich auch gleich jedenfalls noch viel rausnehmen. So. Und dann können wir jetzt den Rest des Holzes hier reinpacken. Holz ist hier reinpacken. So. Dann füllen wir jetzt noch einmal die Quarry nach. Zack, zack. Zack, zack. Und hier unten auch. Und wo wir gerade noch dabei sind, können wir noch ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, wie lange diese Folge ist. Das ist ein kleines Problem für mich, aber gut. Zweifelt sich die halt ein bisschen länger. Ups, so, jetzt machen wir hier nämlich mal eben wieder ganz schnell gepressten Bruchstein raus, damit wir da ein bisschen Platz einsparen, die komprimierten Bruchstein. So. Zack, dann nochmal. Nicht gerade, weil der war ja schon komprimiert. Hätte mal die Kohle schon mal ablagern sollen, dann hätte ich hier noch ein bisschen mehr Stein reinbekommen ins Inventar. Ich kann nicht genug, um alles voll zu machen, leider. Komm, ist egal. Noch ziemlich viele Steine drin. Ups. So. Hier dann auch nochmal. Oh, hier fehlt wieder einer, genau. So, dann sollten wir jetzt eigentlich auch genug haben. Dass wieder hier einigermaßen was frei ist. Mehr Steine will ich jetzt erstmal dann nicht entfernen. So. Können wir die auch nochmal da reinpacken, dann sind die nochmal doppelt komprimiert. Das reicht wieder nicht genau. So, und die kommen hier hinten rein, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall sollte hier noch genug Platz sein jetzt insgesamt für Steine, zumindest für ein paar. Und dann würde ich sagen, fliege ich mal hier wieder hoch, stelle mich hier drauf, schaue dem Zeug beim Wachsen zu und ja,
Genau, einmal kurz reinschauen. Immer noch 5%. Ist nicht angestiegen. Ich glaube fast, ich werde hier nochmal das gleiche machen, was ich in der Query auch gemacht habe. Ich stelle auf friedlich und werde das Ganze einfach mal nebenher laufen lassen und hoffen, dass das Ganze hier hoch wächst alles. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn das zumindest ein bisschen weitergewachsen ist. Bis dann, macht's gut, tschüss!